It's time for World Underground Wrestling. Herzlich willkommen, liebe Fans von World Underground Wrestling. Wir melden uns hier direkt aus dem Weberknecht mit einem Kampf vom 8. September 2019. Und zwar Linghäusl gegen Richie Zanoni. Leider hatten Julia und Rosi heute keine Zeit. Deswegen springe ich Raffi dafür ein und an meiner Seite geleitet mich Josef Franz jetzt durch diesen Kampf. Hallo Josef Franz! Ja, hallo, und wir haben einen spannenden Kampf sehen, nämlich Zanoni, diesen Pseudopostler, Liesinger Leutl verlinkt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du da auf der richtigen Seite stehst, weil Liesinger Leutl ist ja nicht nur Postler, der sich um uns alle kümmert. Weil jeder weiß, die Post ist für alle da und deswegen ist auch Leutl unser Kanzler. Willst du dich da gegen das Publikum im Weberknecht stellen? Prinzipiell, weil wie man sieht, Zanoni ist der Liebling der Herzen, er ist der Champion der Italiener. Er ist das Beste, was über den Brenner jemals rüberkommen ist. Das war wieder eine Sache von Zanoni. Weil nicht jeder ist es wert, die italienische Flagge anzuschauen. Und Mario rollt sie ein. Er ist ein geschickter Roller, wie man aus dem Buch kennt. Der Rollmops. So, hier beginnen sich die beiden Kontrahenten schon zu gehen, was eindeutig darauf hindeutet, dass es ein hitziger Kampf wird. Wie man sieht, ist ein Handicap-Match. Zanoni ist verletzt, da ist er am Blechkampf mit dem kleinen Finger gebrochen. Und jetzt muss er mit einem gebrochenen Finger an den Säuberbruch antreten. Ja, auf jeden Fall ist die Tatsache, dass Zanoni hier auch trotz Verletzung definitiv zulässt. Und das muss man auch einschätzen, auch wenn ich nicht über seine Werte sprechen kann. Auf der anderen Seite haben wir Liesinger Leutl, der natürlich wie immer für uns Österreicher kämpft und weiß, wofür man sich einzusetzen hat. Ja, für was? Für schnellere Post, der Scheiße. Zum Beispiel. So, ich hoffe, der Kampf jetzt bald anfangen. Ja, dann muss noch das Abtatschen von Mario. Kontrolle, ob der Verband illegitim ist. Eindeutig. Ja, das sieht man, in dem Kampf ist kein Deutscher dabei, weil das ist kein Blitzkrieg. Frei und jetzt geht's direkt los, während sich die beiden Kontrahenten noch wild zu Mario in die Hände. Geht der Kampf los? Nein, die Provokationen seitens von Linger Leute. Aber das läuft den Mario ganz, ganz kalt. Ah, es scheint mir nicht so, als ob es ihn ganz kalt lässt, da er direkt in Diskussion mit dem Schiedsrichter gerät. Na, das kann ich schon verstehen, wenn das Publikum da reinschreit, du musst dich konzentrieren bei so einem Kampf, du musst voll sein. Und wenn dann das Publikum mit blöden Meldungen kommt, ja, komplett in dich, kannst du die Konzentration auch kübeln. Naja, aber dafür versucht er jetzt das Publikum seine Zeit zu gewinnen, doch leider möchte man behaupten, dass er das nicht gegen den Publikumsfavoriten ausließen. Ja, warten wir mal ab, ob er auch noch gut kämpfen kann, wie er mit der Kosten ist. Zanoni oder Leusel? Ah, illegal, ganz illegal. Oh, shit. Komplett illegal. Ja. Nein, das ist ein technischer Griff, welcher die wrestlerische Erfahrung von Liesinger Leusel definitiv zum Besten bringt. Nein, Finger, das ist nicht legal. Der Referee sieht das ist überhaupt nichts wieder. Ja. Eine wunderschöne Transition von einem Lock in einen Hammerlock, gleich in einen Side-Headlock. Sauber gekontert von Zanoni. Naja, das wird gleich vom Referee unterbunden. Na, Attack gegen den Finger und gleich wieder auf die andere Hand. Nein, das ist illegal. Direkt mit einem Armsnap mehr zu Boden gebracht. Und ein Dropkick. Solche Agilität von diesem monströsen Wrestler ist nicht zu erwarten gewesen. Da sieht man wieder, dass der Leutl ein unfairer Kämpfer ist. Von hinten hat er ihn attackiert. Von hinten, das würde er dann ohne nie machen. Naja, ich glaube, dass er ohne Max von hinten natürlich. Und hier einem Aufgabegriff. In einem Armbar hält Leusel seine Kontrahenten. Aber na, das kann er dann ohne nicht fertig machen, nein. Da steht er drüber, gibt nicht auf.
Aber ein unfairer Tritt gegen den Nacken. Du sprichst hier von dem Dritten von Loisel. Währenddessen muss man es ihm zugute halten, dass er seinen Gegner nicht auf der verletzten Hand markiert, sondern auf der gesunden und zu Clothesline. Ganz zu Recht. Timeout von Zanoni. Eindeutig. War komplett illegal von Loisel. Kann man nicht akzeptieren. Die Kampf. Naja, wenn er auf Streicheinheiten stehen würde, wäre er beim Wrestling falsch, möchte ich behaupten. Aber Loisel, so fair wie er ist, lässt ihm diese Pause gewähren. Ja, siehst du, Zanoni ist ein fairer Mitstreiter. Ein Hälfte-Messen will er haben, mit Liesinger Leusel, ja. Rein von der Optik her möchte ich behaupten, dass das schlecht für Zanoni aussieht. Sehr gut gemacht, das geht Mind Games. Ja, da Zanoni ist ein Denker. Ja, ich halte das eher für unfaire Methoden, die da zur Geltung kommen. Aber weiterhin harte Schläge auf den Kopf von Zanoni. Wunderschön gekommen, wunderschön gemacht. Die Schläge sitzen eindeutig. Und jetzt, was kommt jetzt? Ein Leckdrop. Ein Dropkick, wunderschön. Ja, das ist ein Dropkick von vorne, nicht von hinten. Ja, definitiv sieht man, dass Zanoni eindeutig der athletischere von beiden ist. Weshalb man auch sagen muss, dass ein Schaber mit den Schienen auf der Kehle des Gegners ist jetzt auch nicht ganz legal. Naja, ich meine, das ist ja wirklich. Also, Referee hat nichts dagegen, dass ich gesagt habe, er ist daneben gestanden. Also, legitimer Würgegriff. Soll ich machen. Ja, während Loisel sichtlich darunter leidet. Ja, wunderschöner DDT mit dem Handy in der Hand. Das muss auch mal können, ja. Na gut, das ist vielleicht jetzt nicht ganz so okay, aber da gibt es Handy direkt. Ja, man sieht, er hat ein Herz für die Fans, wenn er sich sogar das Handy von ihnen nimmt, um Videos zu machen. Das muss man auch respektieren. Ja, wunderschön. Ist das ein Signature? Ja, da kommt der Legdrop. Wunderschön. Ja, das schaut schlecht aus den Leuten, so haben wir das vorgestellt. Und noch einer? Ja, noch ein Legdrop. Und ja, schön gemacht. Also, da sieht man wieder die kleine Zanoni. Liesinger Leusel schon sichtlich verletzt, während Zanoni beschäftigt ist, den Schiedsrichter Mario abzulenken, damit er illegalerweise seine Flagge verwenden kann. Josef Franz, was hältst du jetzt davon? Das habe ich jetzt so nicht gesehen, dass er die Flagge illegal verwendet hat. Wer hat es nicht? Ja, der Italiener. Nationalgedanke. Und ja, er wollte mir nur zeigen, schau, wie schön die Italiener sind. Ja, aber leider hat das nichts in einem Wrestling-Kampf zu suchen, lieber Josef Franz. 20 Sachen. Und ein Body. Ja. Schau da diese Kraft an. Diese Kraft, die in dem Italiener steckt. Oh, wunderschön. Das ist ein klassischer Bomber. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Zanoni diese Kraft aufbringen kann. Aber er ist offensichtlich erschöpft davon. Aber kann er durchaus nutzen. Weiterhin über Liesinger Leusel zu triumphieren. Ja, wunderschön hat er das gemacht mit dem Fuß in den Oberschenkel. Also der Schiedsrichter sieht das zwar anders, aber es war alles egal. Eindeutig egal. Meister und hat zu einer Posten-Trap oder Figure-Fall-Leg-Up. Wird dann Figure-Fall. Ja, schaut gut aus. Kann er den Fuß rüberbringen? Das sind Schmerzen. Ja, das merkt der Leusel. Man sieht, Liesinger Leusel leidet und kämpft, aber will noch nicht aufgeben, während Richie Zanoni zu einem Rich Flair wird. Naja, nein. Der Vergleich ist ja zu was Dresdend, aber Zanoni ist doch ein bisschen mehr Qualität als Rick Flair. Und hat definitiv weniger Arbeit. Definitiv natürlicher als dieses blonde Leichte. Aber wir sind ja nicht bei der WWE, sondern bei der WUW. Während Richie Zanoni sich mit dem Publikum anlegt, das ist bitte etwas das CRM, ja. Und die hat dann nichts verloren da drinnen. Die hat auf den Zanoni einzureden. Das ist die Frage, wer wen provoziert hat. Aber das ist ein anderes Thema. War eindeutig. Also Zanoni provoziert keinen. Wunderschöne Kombination mit der Wand. Ja, Zanoni weiß, wie er seine Umgebung richten muss, damit er seinen Gegner Schmerzen zufügen kann. Ja, das ist da so unterscheidet einen
Wrestler, der nur mit rohem Fleisch, der nur mit roher Gewalt vorgeht und einen, der mit Hirn kämpft. Und eine Camel Clutch Variation von Richie Zanoni, sehr interessant, aber greift doch zurück auf die harten Schläge an den Kopf von Liesinger Läusel. Den Hals nicht so richtig zu fassen bekommen. Wirklich. Ja, Läusel schwitzt. Zanoni versucht ihn mit dem Hemd zu trocknen. Ich muss gestehen, ich bin mir nicht sicher, ob das ganz unter Legalität fällt. Aber der Schiedsrichter schreit an den roten Kopf, der hat definitiv Halsschmerzen, der wollte ihn mal umbringen. Aber ich glaube, Zanoni hat sich angesteckt bei ihm, das Nutzen bekommen. Ja, definitiv. So ein Weihhemd macht er neues Fetzen. Jetzt kann Zanoni, jawohl, macht weiter. Das ist doch sehr schlecht trotzdem. Wunderschöner Tritt, ja, sehr gut. Sehr gut. Abgeschrieben den Nacken und wird es ein Suplex werden, Suplex-Ansatz und oh, kommt da von Lisa Läusel, das hat die Fans erfreut. Oh, das war nicht ganz legal, der Schlag, ne? Der ist in den Nieren. Er wendet das Blatt wie den Kopf. Das ist leider eine legale Aktion von Lisa Läusel, aber ich glaube, dem Publikum war das egal, denn er ist eindeutig der Favorit. Nein, der Referee längst unterbrechen müssen. Solche illegalen Szenen wollen wir nicht sehen. Short Clothesline von Liesinger Läusel, der scheinbar in seine Psycho Zone kommt. Ja, hast es gesehen? Ein Tritt gegen den Kopf, nicht legal. Definitiv. Und ein Elbow Drop, wunderschön ausgeführt. Mit dieser Masse durch die Luft zu gleiten, wie ein Vogel. Kein Kinderspiel. Und ein zweiter Elbow Drop. Da ist Richie Zanoni jetzt sicher. Ja, sprachlos. Genau gegen den Hals. War nicht legal. War kein Elbow, der war gegen den Hals gegangen, das sieht man eindeutig. Und jetzt eine Sleeper Hold Variation von Liesinger Läusel. Wird Richie Zanoni aufgeben oder schafft er es sich rauszukämpfen? Gut gemacht von Zanoni. Hat ihn das Gesicht abgewischt, weil er keiner so zwitschert. Illegal! Illegal! Gegen die verletzte Hand! Gegen die verletzte Hand! Das, na, kann gar nicht mehr zuschauen, das. Na, das. Nein, ja. Und schon wieder! Und erneut ein Sleeper Hold von Liesinger Leute. Nee. Ist es diesmal zu Ende? Wie drückt es dann auch nicht? Nicht ganz sauber, der Sleeper Hold. Bleibt spannend, Zanoni kämpft dagegen an. Ah, der schafft es schon. So was kann ein Italiener nicht umbringen. Ja, steht schon wieder. Ein Ellbogen in die Magengrube von Läusel. Ein zweiter Ellbogen gleich hinternach. Wunderschön. Er kämpft sich zurück. Und? Naja, das ist ein bisschen provokant, ja. Er will mit dem von der Bühne. Ja, die Job steckt er weg. Ja, nicht ganz. Ja, und Läusel hört nicht auf mit seinen harten Jobs. Die Schmerzen von Zanoni will ich nicht spüren. Währenddessen signalisiert Liesinger Läusel seinen Finishing und damit das Ende des Kampfes. Scheinbar. Und ein Neckbreaker, wunderschön ausgeführt. Sein klassischer Finisher ist normalerweise der Fisherman Suplex, aber auch ganz gut. Nein, in seinem Alter muss man halt so langsam und leichter treten. Währenddessen liegt Richie Zanoni noch am Boden. Das Bild vom World Underground Wrestling selbst. Liesinger Läusel hieft ihn wieder hoch, nimmt ihn erneut zu einem Sleeper Hold. Schaut nicht gut aus. Ja, schau dir die Augen an, schau dir die Augen an. Der blanke Wahnsinn, der blanke Wahnsinn. Wie ein Hamster mit Tollwut. Er attackiert ihn und er lässt ihn nicht los, er hat seine Beute geschnappt. Eins! Nein, das kann man nicht. Die Hand fällt ein zweites Mal! Nein, da kommt er raus. Und ein drittes Mal, das war's mit dem Kampf von Richie Zanoni. Der Sieger dieses Falls war Liesinger Läusel. Er hat sich gut zurückgekämpft. Ja, definitiv unsaubere Attacken von Wrestlern
ja, nicht schlecht gewonnen, muss ich schon sagen. Zanoni war eindeutig der Bessere, hat über lange Strecken den Kampf dominiert. Ich kann nur länger zuschauen, mir bleibt nichts anderes über, als mich von den Zuschauern zu verabschieden. Hoffentlich wird der nächste Kampf fairer. Ja, ich werde mich auch gleich von den Zuschauern verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet bei dem Kampf genauso viel Spaß und dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir live aus dem Keller berichten. Und für alle, die sich diese Chance nicht entgehen lassen wollen, am 15.12. sind wir in der Arena Wien mit Julia G. und Boogiehammer. Ich freue mich auf euer Kommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.